Du bist einer der Spitzenkandidaten in Kärnten. Wie gestaltet ihr euren Wahlkampf hier in Kärnten? Ja, vorerst einmal ein kräftiges Hallo und Ahoi an unsere oberösterreichischen Beraten von Kärnten. Wir haben uns zum Zielpunkt oder zum Schwerpunkt gesetzt, im Kärntner Wahlkampf vor allem die Jugend anzusprechen. 16 bis 25 Jahre ist unsere Zielgruppe und die erreichen wir nur dort, wo wir sie abholen, nämlich im Internet. Mit wie viel Zustimmung rechnet ihr von Seiten der Wähler in Kärnten? Ja, wir gehen aufgrund einer Umfrage aus. Wir sind sehr, sehr gut in Villach aufgestellt. Dort hoffen wir sogar, dass wir das Grundmandat schaffen. Werden wir sehen, ob wir das so zusammenkriegen. Aber die 5%-Hürde in Kärnten ist auf alle Fälle zum Schaffen. Nicht schlecht. Was ist die persönliche Mitteilung an die Bevölkerung? Ja, mitmachen. Wenn wir es schaffen, genau diese Zielgruppe zur Wahl zu bringen am 3. März in Kärnten, dann ist das Ganze keine Utopie mehr und die Beraten sind prädestiniert, endlich eine Änderung in Kärnten herbeizuführen. Super, und jetzt sag uns nur kurz, warum du Berat bist. Ich bin Berat, weil ich Verantwortung habe. Verantwortung gegenüber meinen Kindern, gegenüber meinen Mitarbeitern und gegenüber meinem Umfeld. Und es kann einfach nicht mehr so weitergehen. Danke für das Interview. Adi Oberösterreicher wünschen euch alles Gute in Kärnten. Super, ahoi. Danke.